nur heiß und voll. Überall Menschen. So, jetzt kommen die Jungs mit ihrem TTRS. Deine Nase schwitzt. Meine Nase schwitzt von der Sonne. Guck dir die ganzen Menschen hier an. Auch hier ist die Hölle los und hier ist natürlich auch schon wieder die Polizei überall präsent. Tschüss! Hallo! Wir sind gerade auf dem Weg zum Auto. Da steht das Auto. Und heute fahren wir zum GTI-Treffen. Wir sind ja schon seit 2 Tagen hier am Wörthersee, aber ich habe noch nicht viel vom Event mitbekommen. Gestern sind wir noch eine Passstraße gefahren. Vorgestern sind wir erst recht spät angekommen. Aber jetzt haben wir optimales Wetter und gucken mal direkt, was da so abgeht. Tatsächlich so, wie ich gedacht habe, ganz Reifnitz ist voll mit Autos und es gibt kaum Parkmöglichkeiten. Wir stehen jetzt hier ein bisschen weiter oben, zwischen ganz vielen GTIs und sonstigen Autos. Da hinten hat man wenigstens einen schönen Ausblick auf den See und es ist echt die Hölle los. Wir gehen mal runter. Ist nur ein bisschen weiter Weg jetzt, aber es ist schönes Wetter und daher ein bisschen Sport tut ja gut. Die wichtigste Frage, die mich gerade interessiert, ist, wo gibt es hier Essen? Ja. Ich glaube, ich nehme das. Jedes Jahr gibt es von der VW ein Auszubildendenprojekt, wie auch dieses Jahr wieder. Steht jetzt hier ein GTI, der komplett umgebaut ist von den Auszubildenden aus dem VW-Werk. Sehr voll. Und uns wurde ja auch mehrfach angeraten, eine Woche vorher zu kommen. Das Problem ist, man hat halt hier eine riesengroße Fläche, aber man sieht nicht so viel von den Autos. Man sieht halt nur Menschen. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir fahren jetzt eine kleine Runde zum Pyramidenkugel. Da ist auch schön. Und wir nehmen die Jungs da drüben mit dem blauen TT. Die haben wir gerade getroffen. Und ja, da kann man bestimmt auch noch einiges sehen. Boah, ey. Es ist einfach nur heiß und voll. Überall Menschen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Auto und dieses Beisammensein hier so ein bisschen untergeht, weil es einfach ja wirklich zu voll ist. So. Weiß nicht. Aber es ist trotzdem mal interessant, das so zu sehen. Jetzt ist mir aber zu heiß. Jetzt fahren wir zum Pyramidenkugel und gucken da ein bisschen. So, jetzt kommen die Jungs mit dem TTRS. Hi! Wollt ihr vorfahren? Können wir machen, wir warten. Dann können wir ein paar schöne Aufnahmen von hinten machen. Ich glaube, zum Pyramidenkugel. Oh, meine Nase schwitzt. Ich glaube, zum Pyramidenkugel. Deine Nase schwitzt. Meine Nase schwitzt von der Sonne. Ich glaube, zum Pyramidenkugel fahren gerade alle irgendwie, aber das ist ja auch hier so der Treffpunkt schlechthin, weil hier hat man echt den besten Blick. Und ich hoffe, der Lift geht diesmal. Letztes Mal war der ja kaputt. Wollen wir überhaupt hoch? Och, ich weiß nicht. Ich bin so erledigt. Ja, das schlaucht schon so ein Tag. Ja. Aber sieht schön aus, der blaue TTRS. Also die Farbe gefällt mir, schöne Felgen hat er drauf. Echt schön. Thank you.
am Shisha rauchen und so. Ja. Es ist so cool, wir sitzen einfach nur total. Ach du Scheiße, wie geht das denn hier hoch? Ich glaube, ich mach mal mein Auto holen. Auch hier ist die Hölle los und hier ist natürlich auch schon wieder die Polizei überall präsent, finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich meine, man muss ja auch nicht übertreiben. Ne? Die Leute können sich ja auch hier alle zusammenreißen und es muss ja nicht erst was passieren. Die Polizei ist eigentlich sehr entspannt hier, also ich habe noch keinen gesehen, der angehalten wird hier und die wollen einfach nur ihre Präsenz zeigen und dafür sorgen, dass die Leute sich alle ein bisschen benehmen. Aber es ist super schön hier, aber scheinbar sehr voll, denn irgendwie stehen wir jetzt hier im Stau, hätte ich nicht gedacht. So, nächster Tag. Neuer Versuch. Gestern hatten wir ja leider nicht so das Glück hier im Parkplatz, aber heute schon. Und jetzt wagen wir uns nochmal da hoch. Da ganz oben hin auf den Pyramidenkugel. Letztes Mal, als wir hier waren, ging der Lift nicht und wir sind die Treppen hochgelaufen. Es war wirklich grauenhaft. Aber heute fahren wir mal mit dem Lift, oder? Heute sind wir mal faul. Ja, faul sein. Lift, einmal nach ganz oben bitte. Wir haben gar keine Teppiche mitgenommen zum Rutschen. Warum begann, glaube ich. Letztes Mal war das nur, weil der Lift außer Betrieb war. Ganz schön hoch hier. Ich traue mich nicht, die Kamera übers Geländer zu halten. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ist nichts für Leute mit Höhenangst, aber der Ausblick lohnt sich definitiv. Ja, guck. Kannst direkt auf das Auto filmen da unten. Wie klein die aussehen von hier. Es gibt vier Möglichkeiten, hier wieder runterzukommen. Einmal Lift, Treppe, Rutsche und man kann sich einfach noch an so einem Seil runterhangeln lassen. Das ist für die ganz Geisteskranken unter uns. Wir sind heute nicht ganz so hart, wir nehmen heute die Rutsche. Noch können wir uns entscheiden, wir können auch die Seilrutsche nehmen hier. Boah, nee. Nicht? Nee. Musst du auf jeden Fall nicht so lange anstehen. Will nämlich keiner machen. Diesmal verkacke ich es aber nicht, mich zu filmen. Letztes Jahr habe ich vergessen, die GoPro einzuschalten. So, es geht los. Sehe ich die Leiste, gell? Ja, das ist nett, danke. Schlechte Schuhe dafür an. Ja, das passt. Das festhalten? Ja, okay. So zurücklehnen und so bleiben, gell? Nicht aufstehen. Okay, tschüss. Okay. Oh, jetzt verschwinde ich. Okay, also wenn ihr hier seid, macht das unbedingt mal. Rutscht den Pyramidenkugel die Rutsche runter. Es macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt warten wir noch auf den Klaus. Sachen abgeben, die wir gefunden haben. Hui! Und wie war's? Ja, gut. Ist dir jetzt auch schwindelig? Ein bisschen. Mir war gerade schwindelig. So, jetzt sind wir schon wach. Jetzt können wir weiter zum Treffen nach Heifnitz, ne? Ja. Gucken, was da noch heute noch so los ist. Ist das geil. Guck mal, Klaus Haare. Ich bin nur konzentriert. Boah, verdammt warm hier drin. Tschüss! Ja. Dankeschön. Ja, nichts zu danken. Viel Spaß noch. Ja, euch auch. Danke. So, ihr Lieben, das war's für uns vom Wörthersee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne irgendwas kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch gerne unter dem Video. Und ja, für uns geht's jetzt wieder nach Hause. Nee, erstmal was essen. Essen und dann nach Hause. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.